erstmal so eine Frage zu stellen, das heißt, du pflanzt diese Zweifel in den Herzen von den Menschen, die daran glauben könnten, was er geschrieben hätte. Dann sagte man, hätte man gesagt, er hat das geschrieben, wo er verblödet war. Nicht nur einer hat das bezeugt, nicht zwei, nicht drei, sondern 70 von den Sahaba haben das bezeugt, dass er verblödet war. Und wenn einer in der Lage ist, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu berichtigen, dass er nicht auf die Munafiqin beten darf, und bestätigt, dass Allah und Jibril durch den Koran, dass der Umar recht gehabt hat und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht, dann ist eher zu glauben, dass die 70 Mann auch recht hatten und nicht Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, so gefährlich war das Wort, so dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht geschrieben hat. Weil er nicht geschrieben hat, hast du heute gewonnen. Hätte er geschrieben, wäre die ganze Botschaft vergangen. Warum? Weil man hätte dann an alles gezweifelt. Was hat er denn alles überhaupt schreiben lassen in dem Tag? Dann hätte man jegliche Sache aussuchen können, sagt, das hat er am Donnerstag geschrieben und das hat er am Donnerstag geschrieben und das hat er am Donnerstag geschrieben und er war verblödet. Verstehst du? Dieses Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war eine Weisheit für sich, indem er gesagt hat, geht raus. فما أنا فيه خير ما ستأتوني به das, أو فما أنا فيه خير ما تدعوني إليه. Das heißt, das, womit ich mich befinde, ist es viel besser oder mir ist lieber, als wozu ihr ruft. Wozu ihr ruft. فَغَضِبَ النَّبِيُّ. Und Ibn Abbas weinte, weinte. Man sagt, seine Augentränen fielen zu Boden wie Perlen. Das heißt, wie peinlich war das für Ibn Abbas. Wie unerträglich war das, dass ein Mann weint. Nur weil er sich daran erinnert hat, was da in dem Haus des Propheten sallallahu alaihi wa sallam passiert. Und warum erzählst du nicht, dass die Sahaba sowas gemacht haben, Abu Anas, mein lieber Sheikh Abu Anas? Du bist Sheikh. Warum erzählst du nicht, die Sahaba haben sowas gemacht? Und wir müssen vorsichtig sein, welche Sahaba wir folgen. Wer war in der Lage, gefolgt zu werden? Wer war auf Recht? Wer war auch nicht auf Unrecht? Das ist gerecht von dir als ein Imam, als ein Scheich, deine Anhänger aufzuklären und nicht daran zu denken, wie viele Anhänger ich gewinnen kann, indem ich sie von Ahlul Bayt alaihi salam distanziere. Du musst denken, wie schaffe ich bei Allah subhanahu wa ta'ala hochgestuft zu werden, nicht bei der Finanzierung, nicht bei diesen Menschen, die dafür zahlen, die Menschen von Ahlul Bayt alaihi salam zu distanzieren. Das muss man erwähnen. Musst du sagen, die Sahaba waren verschieden. Da waren welche, die stabil geblieben sind, bis sie gestorben sind. Und da waren welche, die immer geschwankt haben, bis sie gestorben sind. Und da waren welche, die abtrünnig geworden sind, bis sie gestorben sind. Das muss man erzählen. Weswegen versteckst du sowas? Glaubst du, wir hören einfach deine Vorträge und wir lassen das so einfach laufen, dass die Leute dir folgen? Nein, mein Lieber. Wenn du irgendwas erzählst, dann erzähl das richtig. Sonst erzählen wir das. Sonst erzählen wir das. Und wenn du meinst, dass wir kein Recht haben, dann kommen wir zu einem Dialog in die Öffentlichkeit, dass jeder mitkriegt und jeder das sieht und nachvollzieht, wer von uns beiden die Wahrheit erzählt. Und nicht einfach so schön Verse aus dem Koran vorbereiten, schön interpretiert oder übersetzt und die Leute vorliest, sodass sie wirklich nicht mehr schlafen können, ohne von den Sahaba jeden Tag zu träumen. Verstehst du? Nein, mein Lieber, das bringt nichts. Du musst wirklich, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wa sallam liebst, musst du die Sahaba einstufen, so wie eingestuft wurden. So wie sie sich selbst eingestuft haben durch ihre Werke. Du musst sagen, einige Sahaba waren so, einige Sahaba waren so. Und nicht einfach alles in einen Haufen schmeißen, alle folgen und fertig. Das geht ja nicht. Bei dir ist Sahabi, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bei dir ist Muawiyah ibn Abi Sufyan Sahabi. Ich stelle eine Frage. Muawiyah ibn Abi Sufyan, hat nicht verursacht, oder war er nicht der Chef von dieser Armee, der Ammar ibn Yasir umgebracht hat?
ein Sahabi zu beschimpfen ist ein Zeichen dafür, dass man ein Kafir ist. Aber ein Sahabi zu töten ist nicht ein Zeichen dafür, dass es ein Kafir ist, derjenige, das macht. Jetzt nur diese Frage, warum hat Muawiyah so viele Sahaba umgebracht? Und bei dir, Muawiyah, ist ein Sahaba. So, wenn er das gemacht hat, wenn du das nachvollziehen kannst und wenn du das bestätigen kannst, dann bitte erzähl mal das. Sag mal, unter unseren Sahaba, die wir eine Gnade wünschen können, ist Muawiyah der Mörder von Ammar ibn Yasir, der Mörder von Hijr ibn Adaykindi, der Mörder von so viele tausende Muslimen in Safin, ist ein Feind von Imam Ali a.s. Ist kein Freund. Wenn du gegen mich kämpfst, dann bist du mein Feind. Und wenn du einen Krieg gegen Imam Ali a.s. erklärst, du erklärst einen Krieg gegen einen Khalifa, der Nummer 4 ist bei uns, sagst du alles schön. So musst du erzählen. Sag mal, uns ist ein unter den Sahaba. Von dem Trumpf der Sahaba ist Ahl al-Bayt. A.s. hast du gesagt, Trumpf der Sahaba ist Ahl al-Bayt. Und aus diesem Trumpf ist der Fürst von diesen Ahl al-Bayt Ali. Und dieser Ali ist Khalifa geworden. Aber Muawiyah, radiallahu anhu, unser Sahabe, hat einen Krieg erklärt gegen Imam Ali a.s. und nicht nur erklärt, sondern geführt auch. Das musst du erzählen. Hat er geführt gegen Imam Ali, radiallahu anhu. Hat er geführt einen Krieg gegen Imam Ali a.s., radiallahu anhu. Und da sind so viele Menschen, radiallahu anhu, umgebracht worden. Nur weil Muawiyah, radiallahu anhu, Krieg geführt hat gegen Ali, radiallahu anhu. So musst du erzählen. Na guck mal, was für eine Glaube hast du, was du anbieten kannst. Bevor du Imam Khomeini beleidigst und du sagst, dass er ein Dajjal ist, dass er ein Lügner ist, dass er ein Teufel ist. Es gibt Leute wie Khomeini, viele denken, dass er ist großer Gelehrter und der war einer der Satan. Bevor du dazu kommst, so einen heiligen Mann, so einen heiligen Mensch mit deinen Zungen anzugreifen, guck mal erstmal, wem du folgst. Und guck mal erstmal, was für eine verdorbene Ware du hast, was du den Menschen anbietest. Die Gerechtigkeit der Sahaba muss in Frage kommen. Müssen wir gucken, ob sie wirklich gerecht war. Dadurch, durch deine Werbung, durch deine Reklame, diese billige Reklame, was du da machst, für die Sahaba, garantiert führt dich nicht ins Paradies. Hundertprozentig nicht. Du bist woanders. Sei gerecht, wenn du irgendwie was vorträgst, so wie wir das machen. Wie wir das machen. Ammar ibn Yasir war ein Sahabi, Salman al-Farisi war ein Sahabi. Aber auch Muawiyah war ein Sahabi. Und Miqdad war ein Sahabi. Aber auch Abu al-Aswad war ein Sahabi. Aber darfst du auch nicht vergessen, dass unter die Sahaba einen Sahabi, der einen Vers in den Koran herabbekommen hat, wo er mit einem Fasiq beschrieben wird. Das musst du erwähnen. Sag mal, unter die Sahaba war ein Fasiq. Unter Sahaba war ein Abtrünniger. Unter ein Sahaba war ein Feind von Imam Ali a.s. Unter ein Sahaba war ein Mörder von Ammar ibn Yasir. Unter ein Sahaba war ein Mörder von Osman ibn Affan. Und so weiter und so fort. Dann kannst du deine Ware verkaufen. Aber sonst auf diese Art und Weise, ich finde keine Chance, dir zu folgen.